für mich bleibt er, ich kenne ihn ja nun auch aus Kieler Zeit, hautnah, ein guter Trainer. Ja, ich habe es mir jetzt nicht komplett angeguckt, trotzdem auszugsweise natürlich mitbekommen, was er gesagt hat, wie er sich geäußert hat. Ja, für mich bleibt er, ich kenne ihn ja nun auch aus Kieler Zeit, hautnah, ein guter Trainer. Das ist, glaube ich, ja, unbestritten. Und ich denke auch, dass da eine Menge Mut zugehört, sich dann so dahin zu setzen, sich so zu äußern. Ich glaube, dass das auch viele in der Vergangenheit bei Fehlern immer mal wieder nicht getan haben oder vielleicht ja, viel, viel später getan haben. Und insofern gehört da schon auch eine Menge dazu. Und ich wünsche ihm, ja, dass er eine zweite Chance bekommt, dass er die Möglichkeit bekommt, auch wieder als Trainer auf dem Platz zu stehen. Weil ich glaube, er ist ein guter Trainer und er hat eben seinen Fehler ja, benannt, hat den eingestanden, ich glaube auch glaubhaft eingestanden. Insofern ja, wünsche auch ich ihm nur das Beste.